Liebe Zuschauer von JFTV, ich melde mich heute hier von der Frankfurter Buchmesse und mit mir am Stand ist Leo. Leo ist ein erfolgreicher Influencer und er wird uns gleich erklären, was es damit auf sich hat. Leo, herzlich willkommen erstmal hier am Stand der Jungen Freiheit. Vielen lieben Dank, schön hier zu sein. Und was ist denn eigentlich ein Influencer und wie wird man das? Wie wird man das? Also ein Influencer, übersetzt ja auf Deutsch, ist jemand, der einen gewissen Einfluss hat. Und wir sind ja heute auf der Frankfurter Buchmesse. Wir sehen ja hier sehr viele Stände, die irgendwelche Medienhäuser repräsentieren oder auch Stiftungen repräsentieren, die ja auch einen großen Einfluss haben. Aber seit dem Internet, vor allem so seit diesem klassischen Social-Media-Hype, ist eigentlich für jedermann möglich, einen gewissen Einfluss, also im Sinne von Menschen zu erreichen mit Botschaften. Und das habe ich dann irgendwann genutzt, vor allem 2020, als man wirklich nur noch die beiden Optionen hatte. Entweder halte ich jetzt meinen Mund, obwohl ich weiß, dass da einiges schief geht, oder ja, rein. Du hast ja ziemlich viele Fans im Internet. Über welche Kanäle sendest du und wie viele Fans hast du da? Ja, also das Ganze hat mit einem neuen YouTube-Kanal angefangen 2020. YouTube selbst mache ich jetzt schon tatsächlich ein bisschen seit meiner Kindheit. Das war so eine Art Lebensleidenschaft, Kindheitstraum, wie man es nennen will. Und dass ich irgendwann mal politische Videos mache, das war eigentlich nie geplant. Aber wie gesagt, mit Corona dann wirklich einfach eine Art Pflicht. So hat sich das angefühlt. Bei YouTube, klar, ist das bekannt, so lange Formate, da mache ich Umfragen, kleine Dokumentationen, 20 Minuten. Und da sind es mittlerweile echt 355.000 Abonnenten. Also eine Zahl, die, klar, ich habe mich so dran gewöhnt, dass es jetzt so ist, aber eigentlich unfassbar, so viele Menschen. Also das ist mehr, als so manche Tageszeitung an Lesern hat. Ja? Wie ist das mit der Popularität? Bist du bekannt? Wirst du auf der Straße angesprochen? Das kommt schon häufig vor. Und ich bekomme auch oft Nachrichten bei Instagram und da wird mir gesagt, hey, das ist bestimmt gar nicht so leicht für dich, du bekommst bestimmt sehr viel Gegenwind. Und ja, das gibt's hinter den Kulissen auch hier und da, da brauchen wir gar nicht so tief drauf eingehen. Aber die Mehrheit der Menschen, die mir schreiben oder auch auf der Straße, sei es in Berlin irgendwie im Fitnessstudio oder sei es jetzt auch hier auf der Buchmesse, sind immer positiv, immer einfach dankbar, dass ich einfach im Endeffekt so ein bisschen wie ihr hier den Menschenverstand halt noch auf die Straße bringt. Und da im Internet trittst du ja gar nicht unbedingt so als Leo auf, sondern du bist da als Ketzer der Neuzeit bekannt. So was hat das denn mit diesem Ketzer der Neuzeit auf sich? Ja, also die Geschichte ist wirklich relativ unromantisch, wie ich auf den Namen gekommen bin. Und zwar habe ich mir damals gedacht, hey, es baut einen neuen YouTube-Kanal und lass uns jetzt hier nicht lange rumfackeln und irgendwie überlegen, wie wir uns nennen, sondern ja, lass uns einfach loslegen. Und da ist mir dann ein Interview vor die Augen gekommen, da hatte damals ein Blogger gesagt, Heiko Schrang hieß er, wir sind doch alles so eine Art Ketzer der Neuzeit. Und da dachte ich mir, das klingt ja interessant, so vom Wort her, Ketzer kennt man irgendwie aus dem geschichtlichen Sinne. Hab dann aber mal gegoogelt und die Definition ist einfach, abseits der historischen Definition Richtung katholische Kirche, Verfolgung, ist die Definition, ja, jemand, der das gültige Narrativ hinterfragt und das öffentlich. Und da dachte ich mir so, ja, das machen wir ja irgendwo alle. Und deswegen dachte ich mir, hey, das ist der Name, der wird's. Ist das ein Vollzeitjob? Machst du das den ganzen Tag oder? Ja, manchmal sogar mehr als den ganzen Tag. Also wir waren gestern noch bis um 2 Uhr und haben ein Skript geschrieben für ein neues YouTube-Video. Bei uns ist halt so, dass wir als Team, wir sind zu dritt, jeden Sonntag ein neues Video hochladen. Und hätte ich nicht selbst damals schon für einen YouTuber gearbeitet, als ich nach der Schule sozusagen erstmal geschaut habe, was mache ich jetzt überhaupt, dann hätte ich wahrscheinlich nie gemerkt, dass hinter diesem Videos produzieren wirklich eine immense Arbeit steckt. Und es gab halt damals die zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange jetzt noch eine Ausbildung, ein Studium an oder fange irgendwo an zu arbeiten und mache dieses YouTube-Ding so ein bisschen nebenher. Und zum Glück hatte ich damals die Möglichkeit, durch auch die Unterstützung meines Elternhauses und dadurch, dass ich jetzt nicht diesen Druck hatte, einfach mal zu probieren und einfach mal zu schauen. Und dann seit 3 Jahren bin ich da jetzt Vollzeit dran. Und du hast dir das alles selbst beigebracht? Oder also ich kenne mich da so ein bisschen mit aus, weil ich da auch mal ganz unbedarft rangegangen bin. Ja. Es ist ja wirklich nicht so einfach. Also es ist ja nicht einfach so, man nimmt eine Kamera und filmt drauf los und dann sieht das gut aus, sondern da ist ja mit Licht und mit Ton und mit Schnitt und so weiter. Da sind ja tausend Sachen zu bedenken. Hast du dir das alles selbst beigebracht oder? Da sind wir auch schon wieder beim Thema Internet, auch beim Thema YouTube. Du kannst eingeben Final Cut Pro, das ist so ein bekanntes Schnittprogramm. Wie funktioniert das? Dann guckst du dir das eine halbe Stunde an und probierst einfach 1:1 das nachzumachen, was dort im Schnittprogramm, bei dem der es erklärt, passiert.
Und tatsächlich hat es bei mir genauso angefangen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich war 12, 13 und habe gesagt, so, mein Vater hat ja so eine kleine HD-Kamera. Ja, lass uns doch einfach mal auf Aufnahme drücken, mit den Kumpels durch die Stadt ziehen, lustige Videos machen. Und ja, das sah nicht gut aus, aber es hat Spaß gemacht und dadurch hat sich dann diese Entwicklung erst begonnen. Ja. Du hast eben schon gesagt, dass Corona-Zeit hat dich da so ein bisschen politisiert. Mhm. Du könntest ja auch Trainingsvideos aus dem Fitnessstudio posten oder sowas. Ja. Aber das hat dich irgendwie politisiert, diese Corona-Zeit. Begreifst du dich da jetzt mehr so als Aktivist, als politischer Journalist? Oder teilweise ist es ja auch ganz lustig, was du machst, also auch so ein bisschen Comedian oder was ist das, was du da machst? Wenn man es runterbrechen will, die letzten Videos gingen ja wirklich sehr viel um LGBTQ, um wie viele Geschlechter gibt es. Und wenn man es runterbricht, dann gehe ich tatsächlich auf Veranstaltungen, an zum Beispiel Demonstrationen, wo ich weiß, okay, die haben eine andere Meinung. Die gehen ja zum Beispiel davon aus, dass Geschlechter eben weniger mit Biologie zu tun hat und mehr mit einem gedanklichen Konstrukt. Und ich sage, hey, ich glaube, es gibt zwei Geschlechter. Das ist so ein bisschen mein Beruf geworden, einfach zu sagen, hey, es gibt beispielsweise zwei Geschlechter. Und hey, lasst uns doch noch miteinander reden, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben. Und wahrscheinlich ist es eine Mischung zwischen, klar, auch Aktivismus, weil heutzutage kommt man ja gar nicht drum herum, sich zu positionieren und auch ein journalistischer Auftrag im Sinne von, ja, lasst uns doch irgendwo Brücken bauen und eben nicht jetzt mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen so, ah, ihr seid die Idioten und die andere Seite sagt, nee, ihr seid die Idioten und dann werfen wir am Ende noch mit Steinen oder so. Das kann es ja nicht sein. Ja, Steine werfen ist ein gutes Stichwort. Also wir wissen ja, dass viele Linke leider keinen Spaß verstehen. Ne? Mhm. Und du lebst in Berlin und da laufen ziemlich viele Linke rum. Mhm. Hast du da schon mal Ärger gekriegt? Jein. Also auf Demos selbst, das gibt's ja auch auf YouTube zu sehen, gab es schon diese Konfrontation teilweise von offiziellen Ordnern, die für irgendwelche Organisationen auf Feministendemos angestellt sind. Und die halt, Zitat, nix Presserecht mir ins Gesicht sagen und verhindern wollen, dass ich Videos drehe. Mhm. Auf der Straße selbst gab es von wirklich hunderten Malen, wo ich angesprochen worden bin, eine Situation, wo einfach ein junger Typ, auch so ein bisschen Berlin-Kreuzberg-mäßig, auf einer Parkbank saß. Und als ich dann mit einer Freundin, der ein Gollern, dort vorbeigelaufen bin, rübergerufen hat, ah, guck mal, das sind richtige, was hat er gesagt? Irgendeine Beleidigung, ne, XY. Ja, ja, ja. Und das war wirklich ein Fall von Tausenden und dafür bin ich sehr dankbar. Die Mehrheit der Menschen, vor allem auch, ja, ob es mit Migrationshintergrund ist, teilweise auch Leute von der LGBTQ-Community selbst, die merken so, Alter, wir werden hier voll instrumentalisiert, das geht alles in eine falsche Richtung. Von dem bekomme ich mega viel Zuspruch und das ist natürlich wunderschön. Ja, klasse. Ja. Also ich muss dir sagen, bis vor ein paar Monaten kannte ich den Ketzer der Neuzeit gar nicht. Mhm. Weil ich vielleicht nicht so ganz zu deiner jugendlichen Zuschauer Zielgruppe irgendwie gehöre. Aber tatsächlich habe ich da abends mal bei einem Kumpel gesessen. Mhm. Wir haben Bier zusammen getrunken, vorher so ein bisschen Boxen geguckt im Fernsehen. Ja. Und da meinte er zu mir, kennst du eigentlich den Ketzer der Neuzeit? Habe ich gesagt, nee, kenne ich nicht, aber lustiger Name. Ja, und dann hat er mir bei YouTube ein paar Videos von dir vorgespielt und dann haben wir uns den Rest des Abends damit verbracht, deine Videos zu schauen dabei Bier zu trinken und wir haben uns dabei köstlich amüsiert. Ja, das ist auch immer was Schönes. Man muss auch ein bisschen Humor bei der ganzen Sache mitnehmen und auf YouTube ist halt immer dieser schmale Grat zwischen, okay, das ist auch irgendwo ein Unterhaltungsmedium und man muss auch irgendwo diese schnellen Schnitte haben und ein paar Effekte und auch der Titel und dieses Thumbnail muss angepasst sein an diese Zeit, an diese Neuzeit. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, dass man eine große Verantwortung hat und eben jetzt nicht zu sehr alles ins Lächerliche ziehen sollte. Das ist nicht unser Anspruch. Im Gegenteil, eine gute Mischung zwischen Unterhaltung und Mehrwert, wo man einfach sagt, okay, ich habe das Video geschaut, ich fühle mich danach jetzt nicht wie in so einem Sumpf von Alter, die Welt geht unter, sondern vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung. Leo, Ketzer der Neuzeit, die Neuzeit ist digital. Richtig. Ja? Wie fühlt man sich dann hier auf so einer Buchmesse? Ist das zurück irgendwie in die Vergangenheit oder was ist das? Gute Frage. Ich habe immer in meinem Blickfeld wirklich diese großen Zeitungshäuser, die großen Stiftungen, die ja auch immer mehr probieren, in die digitale Welt einzusteigen, um auch die jugendliche Gruppe logischerweise mitzunehmen. Wenn man mich jetzt nach meinem Stil fragt, nach meinem Geschmack, also ich bin ein Fan von Büchern, ich bin ein Fan von alter Schule auch und ich denke, dass wenn sich alles mehr in die Richtung E-Books entwickelt oder sei es jetzt im schlimmsten Fall noch Metaverse und VR-Brillen, das ist alles eine Art Perversion von dem, was der Mensch eigentlich kann, nämlich schöne Dinge erschöpfen, seien es Bücher. Und das alles in die digitale Welt zu drücken, birgt halt die Gefahr, dass man irgendwann
wie so eine Art Sklave von Big Tech halt am Ende ist. Und wenn Big Tech sagt, hey, diese Bücher oder diese Verlage, diese Videos, die wollen wir nicht mehr sehen, dann sind die mit einem Klick weg. Ich habe gerade erst noch ein Video schauen wollen und dann steht bei YouTube, dieses Video wurde aufgrund einer Regierungsanfrage gelöscht. Und das wird dann halt so hingenommen. Da könnte ich jetzt hier zur Buchmesse verschiedene Menschen zu befragen, die würden sagen, ja, interessant, wusste ich gar nicht, weil das steht natürlich nicht in den großen Zeitungen direkt, dass YouTube wirklich auf Regierungsanfrage löscht. Das wird so ein bisschen, ja, das passt schon. Sondern die Menschen würden hier sagen, ja, dann wird das schon einen Grund haben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, wenn man manche Stimmen halt einfach leise dreht. Wenn Putin das macht, das ist natürlich dann in Russland wirklich Zensur. Und hier in Deutschland müssen wir uns anhören, dass wir halt aber komplett die andere Seite der Medaille sind. Und das hinterfrage ich ein bisschen. Ja. Also du bist viel digital unterwegs. Liest du denn zu Hause auch mal ein Buch oder wie informierst du dich sonst? Tatsächlich lese ich jetzt seit einem Jahr nur noch aus christlichen Werken, einfach weil ich gerade auf so einer Art spirituellen Reise bin. Ich lese sehr viel in der Bibel, wo ja auch sehr viel über die Neuzeit, die Endzeit, wie man es nennen will, gesprochen wird. Sehr viele Parallelen, sehr viele Weisheiten. Und sonst bin ich tatsächlich eher der, der, wenn es jetzt um politische Informationen geht, über Vorträge sich die verschiedensten Inhalte anhört. So hat das auch angefangen. Damals meine Eltern einen Vortrag von Daniele Ganser, also hey, 15-jähriger Leo, schau doch da mal rein. Ich dachte mir so, von den Eltern, was soll das schon werden? Aber Daniele Ganser ist ja zum Beispiel jemand, der auch ein krasses Talent darin hat, junge Menschen mit abzuholen und mit teilweise 2-Stunden-Vorträgen, was ja in Zeiten von 15 Sekunden TikToks eigentlich nicht mehr möglich ist, trotzdem junge Menschen zu erreichen. Das war cool, ja. Was hast du denn für Pläne für die Zukunft? Oder willst du das jetzt den Rest deines Lebens machen? Was plant der Ketzer? Wie lange gibt's den Ketzer noch? Ja, ich meine, wir sind ja eigentlich immer noch irgendwo am Anfang, weil dieses Kindheitsprojekt YouTube zu machen, das haben wir ja jetzt irgendwie geschafft. Jetzt ist bei meinem Team und mir so die Herausforderung, aus diesem kleineren Projekt irgendetwas zu machen, was tatsächlich nicht nur eine Alternative zu den öffentlich-rechtlichen oder zu diesen Funkformaten zu sein, sondern auch irgendwo wirklich eine Konkurrenz. Und wenn man sich jetzt anschaut, okay, rein faktisch, finanziell, wie ist Funk aufgestellt? Wie viel waren es? 55 Millionen Euro im Jahr? Könnt ihr mich nochmal fact-checken, aber die haben wir nicht. Also Google legt uns gerne ein paar Steine in den Weg, was die Monetarisierung angeht. Große Werbepartner sind nicht am Start. Das heißt, wir müssen probieren, alles daran zu setzen, irgendwie auf eigenen Füßen zu stehen. Dank der Unterstützung unserer Community ist das auch möglich und das ist halt ein Segen. Und dementsprechend probieren wir Stück für Stück, wie die Politiker Salamischeibentaktik, dieses Projekt weiter auszubauen. Okay, also da ist vermutlich noch einiges zu erwarten von euch. Dokumentarfilme, Filme, Serien, Podcasts, alles, was das Herz begehrt. Ne? Wir sind gespannt. Du warst hier auf der Buchmesse mit deinem Team unterwegs, das habe ich schon gesehen. Ja. Da werden wir sicherlich ein paar Produktionen in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen zu sehen bekommen. Jawohl. Kannst du da den Zuschauern schon mal so ein bisschen sagen, in welche Richtung das gehen wird, ohne jetzt zu viel zu verraten? Ich kann ja mal erzählen, was wir heute vorhaben. Wir haben jetzt da vorne gleich eine Rede von dem Cem Özdemir, der über Land- und Stadtentwicklung redet. Und da gibt es eine kleine Podiumsdiskussion, ein Q&A. Da werden wir natürlich nochmal probieren, eine kritische Frage mit reinzubringen. Werden auch auf verschiedene Stände der zum Beispiel Faktenchecker gehen und sie vielleicht konfrontieren mit ein paar Thesen, die als Fakten dargestellt worden sind, aber tatsächlich genau das Gegenteil waren. Und auf YouTube wird es wahrscheinlich dann wieder einen kunterbunten Zusammenschnitt, der diesen ganzen Tag in ein prägnantes Video bringt, zu sehen geben. Ah ja. Jawohl. Ja, wir sind gespannt. Leo, vielen Dank, dass du hier auf der Buchmesse bist und uns am Stand hier besucht hast. Jawohl, gerne. Doch vielen Dank für die Einladung. Ja, klasse, dass du gekommen bist und ich bin schon sehr gespannt darauf, was für Videos demnächst da wieder bei YouTube hochgeladen werden. Ich werde sie mir mit meinem Kumpel zusammen bei einem Bier angucken und wir werden dann einen lustigen Samstagabend haben. Ja. Das ist doch schön. Vielen Dank, ja. Leo, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei JFTV, heute hier von der Frankfurter Buchmesse.